Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir mal etwas ganz Besonderes am Start, das es noch nie auf diesem Kanal gab. Und zwar gibt es einen Typen, der macht aus allen möglichen Sachen Nutella, Twix, Fanta, Erdbeeren, einfach so Eiscreme-Rollen. Und das ist übertrieben, also sieht auch übertrieben lecker aus. Und die würde ich mal gerne selber probieren, Leute. Ich würde aber sagen, wir labern gar nicht so lange rum. Haut auf jeden Fall noch auf den Abo-Button und auf den Like-Button, Freunde. Wenn ihr davon mehr sehen wollt, dann haut auf jeden Fall richtig den Like-Button kaputt. Weil ich werde mit dem Video auch kein Geld verdienen. Der hat seine Sachen so geschützt und so. Ich wollte es einfach euch gerne mal zeigen. Also Leute, 5000 Likes, davon mache ich noch eine Episode. Ja, ich würde einfach mal sagen, es geht hier nämlich auch direkt los. Und zwar mit Nutella und Oreo. Leute, der macht jetzt mit Nutella quasi so eine Eiscreme-Rolle und oh mein. Allein das ist schon übel satisfying, wie er hier das Ding aufmacht, ne? Aber ich glaube, er schafft es nicht, das einmal ganz, guck mal. Ne, schafft keiner, Leute. Das schafft keiner, das Ding perfekt einmal so, ja, abzumachen. Ohne, dass da dieses graue Pfützelchen überbleibt. Das ist immer so. Und das langt da auf jeden Fall erstmal gut rein und holt sich hier ordentlich Nutella, Alter. Macht er jetzt wirklich den ganzen, das ganze Glas leer damit, oder? Was macht er da jetzt? Oh, sogar, oh, dicken Löffel, Leute. Boah, das ist Nutella, ich schwöre euch, Leute. Ich liebe Nutella einfach. Nichts geht besseres als am Morgen 4 Toast mit Nutella. Am besten noch, wenn es gerade perfekt getoastet ist und man dann auf ganz entspannte Basis das Nutella drauf schmiert. Und hier hat er jetzt auch was am Start. Ich glaube, er hat jetzt hier so eine Eismaschine oder so. Man kann schon sehen, dass es so ein bisschen anfängt zu, ja, zu gefrieren. Und ich glaube, der hat hier gleich schon seine erste Nutella-Eiscreme-Rolle am Start. Ja, das sollte auf jeden Fall gleich kalt genug sein, dass er jetzt quasi so untergreifen kann. Und dann macht er daraus immer so Rollen. Und es geht schon los, Leute. Oh. Eine Eiscreme-Rolle aus Nutella, Alter. Überlegt doch euch mal Nutella-Eis. Wie lecker muss das bitte schon sein? Das sieht halt übertrieben geil aus, ne? Das Ding ist, er hört auch gar nicht auf, ne? Er macht das Ganze auch noch mit Oreos. Und die Oreos werden halt ganz entspannt auf dieses Vanille-Dings oder so. Ich weiß nicht, was das was er da für eine Soße oder so drauf gemacht hat. Ich glaube, es ist so eine Vanillesoße, die er dann quasi auch gefriert. Man packt jetzt quasi die Oreos rein. Oder rauf, besser gesagt. Und macht die jetzt, glaube ich, auch so zu Eiscreme-Rollen oder so. Das wäre auf jeden Fall ziemlich nice. Und das Tacken macht er auf jeden Fall sehr gut. Der dreht ja auf jeden Fall richtig durch, Leute. So, und jetzt macht er, glaube ich, irgendwas. Ich glaube, er ist noch nicht ganz fertig. Er macht, glaube ich, irgendwas noch mit diesen Nutella-Rollen. Dass er die vielleicht zusammen macht oder so. Boah, und das sind jetzt die Oreos, die quasi so im Über waren. Und die muss jetzt erstmal alle komplett zerdrücken. Also, jetzt hat er das quasi alles eingefroren. Also, es ist halt relativ kalt geworden und hat noch Nutella draufgeschmiert. Und oh, jetzt geht's los, Leute. Ich glaube, jetzt kann er. Ja, er kann die Rollen machen. Uiuiuiui, das muss, glaube ich, richtig, richtig geil sein, ne? Alter, überlegt euch mal, wenn ihr die essen könnt. Ich bin mal auch gespannt, wie das Ganze so serviert. Weil ich glaube, es ist auf jeden Fall eine richtige Kalorienbombe. Und die muss man auf jeden Fall auch schick servieren, damit man die natürlich auch gerne essen würde. Und jetzt noch das letzte Stück hier, komm. Gabel es auf, los. Gabel es auf, jo. Das packt jetzt alles quasi in den Eisbecher rein und labern jetzt, ob man das jetzt quasi alles perfekt essen kann. Sogar Like drauf, also Leute, lasst ein Like da. Alter, und so sieht es im Endeffekt aus, ne? Uiuiui, Mann, wie geil ist das bitte schön. Sogar noch mit Sahne drauf. Als ob er das jetzt auch mit Monster Energy machen kann. Als ob der jetzt ein Monster Energy Eis macht. Einfach so. Kann ich mir auf jeden Fall schwer vorstellen, dass es passiert. Aber es steht im Titel und das Video hat auch über 40 Millionen Aufrufe. Und ich glaube, der macht jetzt ehrlich. Ich glaube, der macht jetzt Monster Energy Eis. Also das ist auf jeden Fall alles schon mal sehr gut eingefroren. Jetzt muss das alles anscheinend noch ein bisschen zerhacken und so. Aber wie soll er daraus das wirklich eine Eiscreme-Rolle machen? Das ist doch alles ein bisschen zu... Ja, ist da Wasser so gewesen? Aha, der hat also hier so eine Spezialsoße hinzugefügt. Und mit dieser Spezialsoße hat er jetzt quasi so eine Eisform. Und unten ist halt das Monster Energy über. Und das muss er jetzt auch noch fertig machen. Es sieht halt noch nicht wirklich appetitlich aus, dass ich das jetzt zum Beispiel essen würde oder so. Aber sonst, Freunde, kann man auf jeden Fall sagen, dass das ziemlich, ziemlich nice ist, ja. Oh, es geht los. Die Eiscreme-Rollen, Leute, es geht wieder los. Da ist schon mal die erste, zack. Ich frage mich mal, was das da für eine Soße war. Er meint, er macht es aus Monster Energy. Das liegt jetzt aber einfach nur dumm unten rum. So. Oh, guckt euch mal an hier, wie satisfying er diese Eisrollen macht. Und hier, bam. Gut, okay, die ist jetzt nicht so perfekt geworden. War auch nicht so schlimm. Oh, da
würde ich am liebsten einfach hier reinbeißen nicht. Ich mag es nicht so gerne, in Eis reinzubeißen, aber die würde ich gerne einfach mal probieren. Okay, er serviert das jetzt quasi so als... Also, ich muss ehrlich sagen, das Monster Energy sieht jetzt nicht so lecker aus. Er macht da einfach nur diese Krübel darauf gemacht. Ja, und so sieht das Ganze dann final aus. Also, ich würde es auf jeden Fall mal probieren. Aber ich finde, viel mit Monster Energy hat das, glaube ich, nicht zu tun, weil das Grüne auf jeden Fall nicht Monster Energy ist. Aber trotzdem, riesen Respekt, Leute. Oh, damit hat er mich gecatcht. Leute, damit hat er mich gecatcht. Ich bin absoluter Twix-Liebhaber. Ich schwöre es euch, ne? Twix ist hoch und heilig bei mir. Ist einfach zu geil. Und daraus will er jetzt ein Eis machen. Ey, das würde ich halt mal so gerne probieren. Guckt euch das mal an. Lass mich reinbeißen, komm. Ah. Und er hat auch noch dieses Twix-Getränk. Also ich muss sagen, ich bin zwar ein Twix-Fan und so, aber es gibt halt so viele verschiedene Twix-Sorten, die ich selber gar nicht kenne. Zum Beispiel das Getränk kenne ich nicht. Dann diesen Aufstrich kenne ich auch nicht. Also habe ich also noch nicht probiert. Hier gibt es, glaube ich, auch noch so Twix-Kekse, die jetzt bald irgendwie kommen oder so. Da bin ich mal gespannt. Aber Twix-Getränk, ne? Schmeckt das ehrlich nach Twix, Leute? Habt ihr das auch schon mal probiert? Und das muss er jetzt quasi aufmachen, als wäre das irgendwie ein Actimel oder so. Anstatt das die Hand zu benutzen, benutzt er hier das Teil. Als ob das einfach, als ob das wirklich nach Twix schmeckt. Das muss ich mir mal holen, habe ich mir noch nie geholt. Und jetzt sprüht er das Ganze, glaube ich, einfach drauf, oder? Oh, das ist geil aus. Oh ja, oh ja. Okay, erinnert mich so ein bisschen einfach an Kakao. So, und daraus will er jetzt quasi ein Eis machen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Oha, er dreht auf jeden Fall gut los. Also er zerhaut den Twix, dass er nicht mal appetitlich aussieht in meinen Augen. Und jetzt muss er das quasi, glaube ich, ganz, ganz klein machen, ne? Boah, das Ding ist, ich mag dieses Gekratze, da kriege ich so voll Gänsehaut von, ne? Komm, zertrampel alles, hau alles kaputt. Ja, du fliegst erstmal vor dem Ding raus, Alter. Alles weg damit. Boah, sieht aber nicht so appetitlich aus, ne? Ich würde es auf jeden Fall nicht probieren. Bis jetzt. Also jetzt noch nicht. Aber guck mal, wenn das Ganze quasi so fertig gemacht ist, noch mit so ein bisschen Soße drauf und so, sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Und jetzt werden hier auf jeden Fall wieder die Eiscreme-Rollen, bam, gerollt, ey. Boah, die sehen auch... Boah, ist alles voll satisfying, oder? Ist das schon ASMR, Leute? Soll ich auch mal auf ASMR reagieren? Hab ich noch nie gemacht, ne? Das kommt aber hier voll so ASMR-mäßig rüber. Ist auch keine Musik. Keiner redet. Einfach nur ein Typ mit seinen Eiscreme-Rollen. Und noch ein Typ, der darauf reagiert. Ich bin's. Guckt euch mal bitte schön an, wie lecker das serviert wurde. Sogar noch mit zwei Twix am Start. Oh. Ah, lass mich reinbeißen. Ha, komm. Mann. Ey, es sieht so lecker aus, Leute, ne? Es sieht so lecker aus. Ich würde es so gerne mal probieren. Oh, will er jetzt hier so ein Erdbeereis oder so machen? Macht auf jeden Fall oben schon mal bei allen Erdbeeren das ab. Aber ich glaube, wir werden jetzt ein Erdbeereis machen, Leute. Hier schön die Milch drauf schütten. Und jetzt, komm, zerhack es. Mach es, zerhack es alles. Los jetzt. Oh ja. Und bam. Hau sie alle kaputt. Ich will das Erdbeereis sehen. Und jetzt ist auch das Ding angemacht worden. Das heißt, das Ganze wird jetzt auch wieder so ein bisschen einfrieren. Boah, sieht, aber das sieht wirklich schon lecker aus, ne? Das sieht wirklich schon richtig lecker aus. Ja, das sieht dann auch ein bisschen weniger appetitlich aus. Also auf jeden Fall nicht so mein Geschmack vom Aussehen her. Aber man sieht schon, die Form kommt langsam. Und jetzt auf jeden Fall wieder gute Arbeit. Muss sie alles natürlich wieder zerhacken bis zum geht nicht mehr, dass das wieder alles in seine Rollen machen kann. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein richtig leckeres Erdbeereis wird. Und wir gucken mal, wie so das Ergebnis aussieht. Oh! Joghurt-mäßig. Kriege ich richtig Gänsehaut, Leute. Kriege ich richtig Gänsehaut. Okay, dann nicht. Oh, ich will das Ergebnis sehen. So sieht denn auch das Ergebnis aus. Alter Schwede, ist das, sieht absolut lecker aus, Freunde. Also, wenn ihr davon auch was haben wollt, abbeißen wollt, dann lasst ein Like da, Freunde. Wenn ihr davon mehr sehen wollt, natürlich auch gerne kostenlos abonnieren. Ihr wisst Bescheid, Freunde. Das soll es jetzt auch von dem Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, dann haut auf jeden Fall auf den Like-Button und auf den Abo-Button. Ihr wisst Bescheid, Leute. Checkt hier auf jeden Fall noch ein anderes Video aus, was ihr gerade sehen könnt. Einfach draufklicken und dann kommt ihr zum Video. Ich würde mich auf jeden Fall beeilen, denn du hast noch ein paar Sekunden Zeit. Aber ich würde dich nicht stressen. Also mach, wie du meinst.